Komm her, Baby. Es ist vollbracht, die Vorderachse ist ausgebaut. Neue wird eingebaut, jetzt wird radiert. Guten Tag, meine Freunde, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir die extrem große Vorderachs-Reparatur, Ausbau, Umbau, Umtausch-Maßnahme beginnen. Ich habe hier eine neue Vorderachse geholt von meinem Kollegen Bartosz hier auf Instagram. Gerne mal abchecken, falls ihr CL-Teile braucht. Der hat auf jeden Fall noch ein bisschen was liegen. Extra einen Motorkran organisiert, den habe ich heute Morgen Vormittag abgeholt. Der Motorkran ist drinne. Er guckt hier ein Stück Reis. Damit wir hier den Motor anhängen können, damit wir die Vorderachse entlasten, Motorlager und so weiter abschrauben können. Ich habe mich gar nicht so enorm informiert. Ich würde einfach mal ein bisschen Freestyle rumschrauben und losschrauben, gucken, was abgeht, was abfällt und was abbricht. Die Achse, die ich jetzt hier geholt habe, ist leider ohne Querlenker, dafür mit Lenkgetriebe, aber egal. Ohne Querlenker, weil ich ja behauptet habe, wenn ich hier die Achse tausche, habe ich wenigstens das ganze Querlenker, die ganze Querlenkerarbeit nicht dabei. Naja, habe ich mir jetzt selber irgendwie wieder doppelt ins Bein geschossen, indem ich sie doch wieder dabei habe. Ob es gut ist, ob es schlecht ist, keine Ahnung. Mein Buddy hat mir die hier angeboten. Ich meinte, okay, komm, mach! Er hatte mir noch den Tipp gegeben, dass ich sowieso Querlenker alles abschrauben soll. Dann habe ich mehr Platz, habe ich mehr Bums, der hat schon die eine oder andere Vorderachse und Motor von so einem CL C215 ausgebaut. Lasst uns gar nicht lange darum rumlabern. Ich will einfach mal anfangen zu schrauben. Tag Nummer 2, Freunde. Gestern habe ich ja nur am Abend angefangen und ein, zwei Stunden gemacht. Alle Querlenker schon mal abgebaut, dass die Achse freitragend ist. Diverse Hydraulikleitungen abgeschraubt, Motorlager abgeschraubt. Jetzt will ich mal direkt den Motorkran hier anschließen, ein bisschen hochheben, den Spaß. Erste Mal am M113 Motor arbeiten. Freue ich mich schon drauf, sehr, sehr nice. Also nur ein Luftfilter ausbauen, ich weiß. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mit dem Lenkgetriebe mache. Ich muss die Leitung irgendwie abstecken oder die beiden Leitungen dann irgendwie stopfen oder so. Gucken wir mal, Kreuzgelenk weiß ich noch nicht ganz, wie wir es machen. Aber lass uns weitermachen. Heute ganzen Tag krachen. Heute habe ich Zeit dafür. Let's go. Richtig Bock. Alle Schrauben sind aus der Achse raus und die hat sich noch nicht ein bisschen, also von sich aus nicht bewegt. Wenn ich jetzt hier dran ruppe, kommt sie, aber... Oh, 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 oh! Sie kommt, Freunde! Ach. Komm her, Baby! Komm zu Papa! Ach! Jetzt keine Leitung vergessen. Komm, mach. Runter jetzt hier. Mach. Es ist vollbracht, die Vorderachse ist ausgebaut. Neue wird eingebaut. Jetzt wird radiert. Scheiße! Ach. Ach. Freunde. Es sieht aus wie auf einem Schlachtfeld, wie auf einem Friedhof, einem Autofriedhof. Nee, ich fühle mich auch wie im Krieg. Nein, so schlimm ist es gar nicht. Es geht eigentlich relativ gut. Ein, zwei Leitungen, an denen man gehakt hat. Eins, da hier um die Achse ja auch die Hydraulikleitungen für das Fahrwerk verlaufen. Und dann guckt man, wenn man hakt, dann zieht man die Leitung weg, dann rutscht ein Stück und kommt und kommt. Ich hoffe, ich konnte euch das ganz gut zeigen. Ich habe die Kamera hier nebenbei stehen gehabt. Und alles nur wegen dieser kleinen hier. Weil es sehr rausgebrochen ist. Hier, so soll es nicht aussehen.
Ist es die richtige Seite? Ne, die stehen jetzt verkehrt rum. Hier, so soll es aussehen. Heile, kaputt. Heile, kaputt. Und sonst bauen wir den Bums da jetzt einfach gleich ein. Machen schon mal die Querlenker dran, wie es geht. Und dann war es das sogar mit dem Video hier. Dann habe ich das Video jetzt fertig, dann würde ich nochmal neue Querlenker und so bestellen. Und das nächste Video wäre dann Querlenker und Vorderachse vollenden. Und dann, könnte ich ja eigentlich schon fahren mit dem Auto, oder sehe ich das falsch? Niemals aufgeben, Freunde. Immer, immer durchziehen, immer hasseln, Freunde. Hier überall dreckig. Boah, es macht Spaß, ey. Es macht einfach nur unglaublich tollen Spaß. Richtig spaßig. Ich freue mich, ey. Ich habe meinen Spaß hier. Ich kann hier schön meinen CL auseinandernehmen. Ich bin glücklich, Freunde. Leider kann ich heute die Vorderachse nicht wieder einbauen, aufgrund, dass meine Motorlager gut scheiße aussehen. Und um die zu tauschen, muss ja die Vorderachse raus. Das heißt, ich baue die Vorderachse jetzt nicht ein und dann wieder aus wegen den Motorlagern. Der sieht sowieso kacke aus, hat aber noch relativ sattes Spiel. Und der sieht eigentlich relativ gut aus, hat aber total... ist total ausgelutscht. Also mache ich die auch beide gleich mit. Zumal der hier sogar gerissen ist. Also brauche ich die auch auf jeden Fall neu. Heute ist Sonntag, deswegen hatte ich so viel Zeit dafür, hier mein Auto auseinanderzunehmen. Und ich war eigentlich jetzt guter Dinge, oh, Vorderachse nicht rein und dann kann ich nächstes Video Querlenker machen und so. Jetzt muss ich aber leider morgen Motorlager bestellen, dann brauchen die 2-3 Tage und dann kommen die erst an. Dann kann ich erst Motorlager fertig machen und dann kann die Vorderachse erst wieder rein. Das heißt, ich bestelle 2 neue Motorlager und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die 2 neuen Motorlager einbaue und dann die Vorderachse einbaue. Ich bestelle über einen Kfz-Teilehändler ein paar Motorlager und was bekomme ich? Ein einziges Motorlager. Jetzt kann ich morgen nochmal hin, so eine Scheiße. Jetzt wollte ich das eine hier wenigstens schon mal einbauen. Jetzt habe ich mir das Ganze angeschaut. Die sind von oben einfach verschraubt. Und man kommt aber an die obere Schraube nicht ran, aufgrund, dass dann da der Krümmer gleich ist. Von daher musste ich jetzt dieses ganze Hilfsstück, an dem das hier dranhängt. Ja, drüben wird es ein bisschen schwieriger, diesen ganzen Halter hier auszubauen. Da hier auf der Seite an diesem Halter das ABC-Pumpenmodul hier noch fest ist. Ja, wird witzig. Das bereite ich jetzt aber schon mal alles vor, dass ich morgen dann direkt nur das eine Motorlager reinschrauben kann, diesen Halter reinschraube und mit der Vorderachse weitermachen kann. Da ich morgen einfach nochmal hinfahren kann und das zweite Motorlager abholen kann. Egal, komm, mach. Wir sehen uns morgen, wenn die Motorlager frisch eingebaut sind und wir anfangen, die Vorderachse wieder einzubauen. Und dann sehen, ob die Karosse verzogen ist. Muss ja. Fuck off, Alter. So, meine Freunde, das Projekt hatte einen kurzen Break von 1,5 Wochen, war die letzte Szene, die ich hier aufgenommen habe, wo ich die Probleme mit den Motorlagern hatte. Hier sind die Motorlager jetzt auf jeden Fall beide neu fresh drinne. War hier auf der Seite extrem Action, weil da die ganze ABC-Pumpen, Halterung, Schläuche, alles da langlaufen und man da null Platz hat wegen dem Krümmer. Aber die sind jetzt drin, das heißt, ich kann jetzt endlich wieder die Achse, das heißt wieder, die neue Achse einbauen. Jetzt ist auch so der heißeste Punkt am ganzen Projekt eigentlich, ob die Achse verzogen ist. Der ganze Bumm steht hier die ganze Zeit, 1,5 Wochen schon. Ich habe extremes Verlangen danach. 14 Tage kam kein Video online. Junge, was ist da los? Ja, Projekt gibt's noch. Tatsächlich bin ich umgezogen mit meiner Freundin Karina zusammen. Und die Zeit einplanen, auch in einem Wochenende ziehen wir um, kann ich euch sagen, ist überhaupt gar nicht aufgegangen, Digga. Haare laufen nicht, zum Friseur muss ich, aber erstmal muss TL fertig gemacht werden. Also, heute wollen wir noch, oder in diesem Video wollen wir noch die Vorderachse hier einbauen. Vielleicht noch die Querlenker ein bisschen verbinden, wobei wir hier ja die Querlenker neu machen müssten und. Das soll aber ein zweites separates Video werden.
Also, würde ich sagen, let's go, Timelapse, Vorderachse einbauen, gar keine Ahnung mehr, wie ich die ausgebaut habe. Sehr, sehr nice, ich habe auf jeden Fall Bock mal wieder zu schrauben hier. Ich habe mir auch so eine kleine Entscheidung getroffen, und zwar müssen wir uns langfristig eine richtige Werkstatt aufbauen. Das kann nicht sein, hier im Carport, in meinem alten Zuhause jetzt noch, hier mein Bruder nebenbei auch noch so ein Motorradprojekt hier mäßig angefangen. Das Carport ist komplett voll, dahinter der W221, da der Bimmer. Oh. Auto-Lifestyle ist schon wieder gut am Bohren, aber eine richtige Werkstatt, das wäre der Traum. Egal, ich will euch nicht langweilen mit meinem Gelaber, Timelapse, wie der ganze Spaß jetzt hier reingefahren wird und dann einfach hochkommt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob der Plan, den ich mir da ausgedacht habe, funktioniert. Also Freunde, es läuft sehr gut. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das Kreuzgelenk gut angesetzt bekommen. Und dann haben wir das Ding hier schon so gut wie geruppt. Es läuft eigentlich sehr gut, Digga. Es macht schon wieder richtig, richtig Spaß und Fun hier am Auto zu schrauben. Auch weil es ein 10500 ist. Tschüss. Oh, wo gehen wir? Wo hängen wir? Ah, wir müssen rüber. Wir müssen rüber. Heilige Digga. Die Leitung hat einen Druck. Das war ein Stück, Alter. Dass diese Scheißleitungen so unnormal... Oh, hier ist schon der Stecker, den ich vermisse. Der müsste für den Druckspeicher sein. Für das Hydrauliksystem. Oh, Freunde. Das wird hier noch richtig gut. Ich glaube, das wird noch richtig geil hier, Alter. So Spaß gerade schon wieder. Nicht mehr normal. Oha, Digga. Ich könnte die erste ansetzen. Ah. Hey, ist das Bock hier, Alter. Junge, das ist schon wieder Leben pur. Ah, das ist für mich Fun, Alter. So, Freunde. Ich probiere das jetzt einfach mal, die Achse anzusetzen. Vom Passbild sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Sagen wir es mal so, könnte passen, ne? Freunde, ich bin hier so nervös am Agieren. Da passt die Schraube nicht, dann drehe ich sie wieder, drehe ich die Achse wieder ein bisschen Seil, dann passt sie da wieder nicht. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass die Achse irgendwo verzogen ist. Jetzt hatte ich den hier gerade wieder rausgedreht. Jetzt sehe ich, okay, die Achse ist einfach noch ein bisschen so zu schief. Die muss noch ein bisschen gerade gerubbt werden. Boah, ist das hier Adrenalin, Alter. Da ist eine Achterbahnfahrt ein Scheißdreck dagegen, ne? Sieht alles immer gut aus und dann auf den letzten Blick, ach, doch wieder nicht. Oh Mann. Scheiße, ich muss jetzt die ganze Achse noch mal ein bisschen links und rechts rubbeln. Ich rufe jetzt einfach mal diese ganze Achse noch mal ein bisschen rum. Ja, genau so. Genau so. Dann hat hier mein Motorlager nicht gepasst, weil ich den Motor ein bisschen angehoben habe. Hat das Motorlager sich in so einem Abschirmblech gezogen. Also es läuft gut, es läuft schlecht. Bewertet selber, wie ihr findet, dass es läuft. Wenn ich den jetzt hier habe. Es ist so kurz davor, so perfekt aufzugehen, mein Plan. So, Freunde, die Sonne geht unter und der CL scheint noch nicht fertig zu sein. Folgendes Problem: Hier bin ich jetzt mit den Gewindelöchern von der Achse zum Gewinde. Hier sehe ich sie perfekt. Hier vorne sehe ich es gar nicht und hinten sehe ich es ein bisschen. Es ist schon ein bisschen schwierig und sketchy, die Achse da jetzt reinzubekommen, ordentlich. Ich bin hier allein, ich ruppe und mache. Es wird jetzt auch so langsam später. Ich wollte jetzt so langsam Schluss machen. Aber ich dachte, jetzt komm, jetzt durchziehen, Achse kurz festschrauben, dann Video beenden. Aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg die Achse nicht fest. Ich glaube, der Motor hängt noch irgendwie komisch oder so. Freunde, ich weiß noch nicht. Ich komme gerade auf jeden Fall noch nicht weiter. Ich probiere hier noch was, aber vielleicht müssen wir die ganze Situation hier gleich abbrechen und morgen weitermachen. Ich guck mal. Ich will jetzt hier die beiden Schrauben reindrehen.
und dann hier ruppen, da hinten vielleicht reinreden und dann gucken, wo ich da bin. Weil wenn ich dann da wirklich die Dings nicht habe. Oh, er kommt. Oh. Ah? Er kommt, Freunde. Oh. Hä, Digga? Oh Mann. Also Freunde, ihr habt es gerade in der Timelapse gesehen, ich wollte hier gerade aufräumen und jetzt Schluss machen für heute, weil es eben dunkel ist. Auch so dunkel dachte ich jetzt auch nicht, dass es ist. Danke an den Bewegungsmelder. Ich habe jetzt gerade nochmal mit zwei alten Mechanikern gesprochen. Die haben mir den Tipp gegeben, dass das gar nicht so schlimm ist, weil ja eben nur ein bisschen fehlt. Ich wollte jetzt einen kleinen Cliffhanger zum nächsten Video machen, weil ich wollte dann jetzt hier das Video auch beenden. Video ist wahrscheinlich lang genug und ey, es muss mal wieder ein Upload kommen für die ganzen vielen Abonnenten, die dazugekommen sind. Wir sind jetzt kurz vor den 900. Meine Freunde, der YouTube-Traum, er wird wahr hier mit dem ganzen Buddy. Die haben mir den Tipp gegeben, Schrauben ein bisschen raus und dann mit Montierhebel ein bisschen da, wo man hin will und dann Schrauben rein. Das werde ich dann auf jeden Fall im nächsten Video probieren. So ein kleiner Cliffhanger. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen verraten, aber ich wollte jetzt einen Cliffhanger machen, von wegen, wird die Achse passen. Aber anscheinend sieht es sehr gut aus, dass es passt. Dann wäre das Projekt rettbar. Ich war ja immer nicht safe, ne? Ich will euch aber jetzt hier nicht lang genug zulabern. Video war jetzt nicht so killer krass, weil ich die Achse gar nicht... Okay, komm, zählt, oder? Zählt, als Achse ist drin. Sie ist nicht verschraubt, aber sie ist drin. Weil ich das Video jetzt hier beenden möchte. Damit endlich mal wieder ein Upload kommt auf dem Moody Cars Kanal. Falls du doch den Kanal gerade entdeckt hast, abonnier gerne. Für die treuen Abonnenten und auch für die neuen Abonnenten. Like doch mal gerne das Video. Zeigt mir, dass ihr Bock habt auf das Projekt. Ich mache mir hier neben meinem Job wirklich die Hölle heiß. Mit so viel Arbeit, aber let's go, baby. CL500 muss man brettern. So, dann würde ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend wünschen. Wahrscheinlich schaut ihr das gerade am Morgen beim Frühstück. Und dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh mein Freund, Digga. Wenn ich das erste Mal mit diesem 5 Liter V8 200 bretter, ne?